Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und im heutigen Xenoverse 2 Video dreht es sich um die nächste Parallel Quest. Wir schauen uns an Parallel Quest 111, der Nullsterbliche Plan. Hier kämpfen wir gegen Goku Black, C16, C17 und C18. Was gibt es hier zu gewinnen? Widerstandskleidung, Widerstandshelm als Klamotten, Gruppenenergie, Kapsel Z und eine Superseele. Ich spüre es, leiht mir eure Kraft. Zwei Attacken, Blitze, Absolution, Heiliger Zorn. Ich meine, es sind beides von Fuse Zamasu die Attacken. Und wie gewohnt, das hier ist eine Parallel Quest, die es mit DLC 4 gibt. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe bis jetzt nur die erste gemacht gehabt mit euch gemeinsam. Und jetzt schauen wir uns die mal einfach an. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, werde ich jetzt mit Vegito Blue mal einfach spielen. Ich gucke mal, was hat er dabei. Geistesschwert, Finale Kamehameha, Kraftfeld, Meteor Crash, maximale Ladung, Geisterstich und wilder Hieb. Superseele, tut mir leid, du warst total offen. So, dann nehmen wir den Fuse Zamasu und Rosé noch mit. Einfach nur, damit es so gar nicht zusammenpasst. Die als Team ist auch mal eine ganz nette Sache. Mal schauen, mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob diese Parallel Quest so lang ist wie die andere. Die andere war doch ziemlich lang, weil die Gegner extrem viel ausgehalten haben. Aber es kann auch ein bisschen an meinem Level liegen. Ich bin halt, ich glaube, bestimmt 10 Level unter den Bedingungen. So, maximale Ladung. Zuck, zuck, zuck. Ach ja, Zamasu und Black haben sich irgendwie gestritten. Also ich finde, Vegito Blue sieht ganz nice aus. Naja, letztendlich sieht er aus wie Vegito, nur halt mit blauen Haaren. Aber er soll sich anders spielen. Bin mal sehr gespannt. Ja, laber du mal vor dich hin, Zamasu. Jo. Tipp, tipp, tipp. Okay, was habe ich hier? Wilder Hieb. Ah, das ist, glaube ich, auch ein Konter. Yep, nice. Also je nachdem, ob man angegriffen wird oder nicht, kann man damit einen Konter machen. Dann hat er das Geisterschwert, was so ein kleiner Stun ist. Und nicht ganz getroffen. Gut, die Ultis von ihm kennen wir schon. Die haben wir auch bereits freigeschaltet. Die gibt es auch schon an anderen Charakteren. Hey, Black, bleib mal stehen. Und hör auch mal deine Ausweichfähigkeiten zu nutzen, damit ich mal Kombos mal mir angucken kann. Upp, ins Gesicht. Oh, der gefällt mir. Bleib mal, wie viel Reichweite er hat, das interessiert mich doch ein bisschen. Ah, der ist aber nur ganz kurz gestunt. Okay, ich denke mal, das kann ich irgendwie bestimmt connecten. Auf weite Entfernung macht er es einfach nach vorne, wie normaler Dragon Fist. Ah, verwandelt sich in Rosé auch noch. Interessant. Und kriegt neues Leben. Hm. Ah, okay, das ist das, was ich meine. Und ich glaube, hier kann ich den finalen Kamehameha eigentlich gut connecten. Ah, und er hat auch diesen bösen Backhit von Goku. Ja, ich finde es auch immer faszinierend, wie die ihm einfach mal aus meinen Kombos immer wieder rausholen. Den Stamina Break wollte ich jetzt nicht machen. Jo, voll getroffen, aber meins hat trotzdem Schaden gemacht. Das kann man nicht blocken, wenn man von die falsche Seite guckt. Nein, aber man kann von ihm einfach mal gegrabt werden. Welcher? Das ist der Rosé. Jo, und tschüss. So, damit haben wir ihn. Geht davon aus, weil wir in der Zukunft sind, ist das wahrscheinlich der Grund, warum die anderen jetzt auftauchen. Natürlich Villainform C16, C17, C18, damit sie ein bisschen mehr aushalten. Und C18 blockt mal wieder alles. Oh, wie ich das hasse. Das ist aber typisch für ihren Charakter irgendwie, wenn sie vom Computer gesteuert wird. Ah, man ist danach aber offen für eine Combo, wenn man das nutzt. Und das kann auch mit einem schnellen Schlag, wie es aussieht, auch aufgehalten werden.
Dann machen wir gleich Meteor-Kombo. Nein, das ist nicht die Meteor-Kombo. Das ist die Meteor-Kombo. Ja, so nicht. Oh, da habe ich mal wieder nicht auf meine Ausdauer geachtet. Hallo? Das kann man bestimmt besser einsetzen, wie das, was ich gerade hier von mir gebe. Ja, so nicht. Ah, verdammt. Blockt sie das einfach alles? Ich glaub's nicht. Wo sind wir denn hier? So, Zamasu ist zum Glück noch am Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch eine bestimmte Lebensanzahl haben müssen. Und das kann man tatsächlich echt relativ gut connecten, wenn die Gegner nicht irgendwo auftauchen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und getroffen. Nice. Es scheint auch so einen kleinen Rückstoßeffekt zu haben. Ne, das wollte ich gerade gar nicht machen, aber gut. Hm, nicht genug. Jo, das hat eine ziemliche Reichweite. Ja. Macht ihr mal. Ihr kriegt mal ein bisschen Energie. Crispy. Okay. Finisher. Kein Ultimate Finisher. Okay. Da muss ich mal schauen. Wahrscheinlich unter 10 Minuten schaffen. Bisschen zu lange gebraucht. Und einmal nur Widerstandskleidung bekommen. Das ist nicht toll. Das heißt, die Quest werde ich noch ein bisschen farmen müssen. Lasst mir gerne eure Meinung zu den Parallel Quests unten rein. Und wir werden dann demnächst mal die andere angehen.